Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir, PaintNet Tutorial. Ja, in diesem Tutorial zeige ich euch, wie man ein Bild ähnlich wie bei der iPod, nicht iPod Touch, sondern iPod Classic Werbung machen kann. Das sieht dann im Endeffekt so aus. Das Problem bei diesem Bild ist, dass ich einmal den Fehler begangen habe, das mehrmals zu drehen hier, deswegen ist es etwas verpixelt. Und der Fehler war, dass ich ein viel zu großes Bild genommen habe, deswegen sieht es verpixelt aus. Soll heißen, wenn ihr ein nicht ganz so hochauflösendes Bild habt, dann werdet ihr viel mehr Glück haben. Oder ihr arbeitet halt mit einem Weichzeichner. Puh, okay, wie man sehen kann, ich habe eine Schrift erstellt, ein Background, also keinen richtigen Background, sondern eher eine Art, ja, einfach nur Farbe. Und habe das dann mit einer Schattierung und einem Kopfhörer plus iPod erstellt. Okay, das davon. Ich habe mir als Grundgerüst, als Schattierung, erstmal dieses Bild hier genommen. Das soll einfach nur ein Karate, mehr ein Karate-Cartoon Cartoon sein. Und wie man hier sehen kann, habe ich beim Ausschneiden nicht darauf geachtet, dass jetzt ein Teil seines Arms fehlt. Also seines Gelenks. Was natürlich etwas blöde aussieht, aber naja. Da mir die Zeit fehlt, habe ich das schon mal ausgeschnitten. Ihr könnt ja gerne mal beim Tutorial fürs Ausschneiden nachgucken. Da wird nämlich das alles nochmal beschrieben. Und wir erstellen erstmal ein neues Bild. Machen den Hintergrund erstmal weg. Nennen das dann Karate. Fügen es einfach ein. Stellen dann... Nein, falsch. Vor bitte bei Bild auf Größe ändern. Oder könnt ihr es direkt auch am Start machen, aber ich mache das gern so. Und nehmen dabei Höhe ungefähr 600. Also bei dieser Auflösung, ja? Ah, jetzt habe ich das Verhältnis 2 behalten. Das ist kein Problem. Größe ändern. Nein. Wieder 900. 600 reicht vollkommen. So. Und jetzt fügen wir es erst ein. Beibehalten und danach kann man das wieder schön anfügen. Was ich gerne bei diesem Foto mache, ist eben halt, dass man das noch etwas drehen kann, damit der Fuß unten, dieser hier, auch so aussieht, als würde er gerade den Boden berühren. Das ist eigentlich eine sehr gute Position, deswegen lassen wir ihn hier. Was sieht jetzt schon, es sieht komisch aus, aber es geht ja nicht um den Karate-Cartoon an sich, sondern um die Schattierung. Deswegen erstellen wir erstmal eine neue Ebene, die wir Schatten nennen. Vielleicht ohne LOL-Zeichen. Nein, wie nennt man das? Ist ja auch okay. Ist ja auch wurscht. Danach wählen wir das Zauberstab-Tool aus und gehen damit die Toleranz etwas runter, sodass dann wirklich nur die Umrisse da sind, ja? Ja, das reicht. Danach gehen wir auf die Schattenebene, gehen dann auf Bearbeiten, auf Auswahl umkehren. Nehmen das dann das Farbeimer-Tool und drücken dann, während wir auf der Schattenebene sind, einmal auf den Karate-Lehrer oder was auch immer, was ihr da habt, einmal rein, sodass es dann schwarz ist. So. Jo, jetzt haben wir schon mal schwarz. Das könnten wir dann löschen. Nur, falls ihr dann gerne noch die Augen haben wollt, bei diesem wäre es sinnlos, weil das eh schwarz ist, könntet ihr, falls es ein Cartoon ist oder sonstiges, das dann eben halt entweder hiermit auswählen, mit dem, na, wie nennt sich das? Lasso-Auswahl-Tool oder mit dem Trick, den man beim, den ich beim Ausschneiden in Paint.net angewendet habe. Ja, deswegen kann man jetzt schon Karate löschen, aber nur bei diesem Bild, außer ihr wollt natürlich, wie gerade schon erwähnt habe, Augen oder Mund noch einfügen. Okay, ja. Danach erstellen wir erstmal den iPod. Ich mache das gerne auf verschiedenen Ebenen, damit man später noch schön verschieben kann. Als erstes erstellen wir, ja, ungefähr zur Hand passenden oder wo ihr auch immer das haben wollt, hier, wie nennt sich das, Rechteck. Passt, dann erfüllen wir das. Man kann es natürlich auch direkt per diesen drei Buttons machen. Also, ja. Buttons halt, ne? So, danach
nehmen wir den Zeichenstift. Solange natürlich der iPod nicht so groß ist. Und machen dann erstmal an jeder Ecke zwei solche Teile. So. Danach nehmen wir das Linien- und Kurventool. Machen das auf 1 oder wie groß es auch sein soll. Und ziehen das einmal dann durch. So. Auch hier einmal. Also ihr müsst ein bisschen rumspielen. Bei jedem Bild ist es logischerweise anders, weil es immer unterschiedlich groß ist, etc. Gut. Da. So. Das sollte erstmal reichen. Denn jetzt wählen wir nämlich dasselbe Tool nochmal aus, das Rechteck-Tool, und gehen dann ungefähr auf dieses Grau, das vorgegebene Grau. Zoomen dann rein und erstellen dann so eine Fläche. Denselben Trick könnten wir anwenden, aber das brauchen wir jetzt fürs